YouTuber 9 fragt Pete Smeed. Besitzt ihr noch alte Geräte oder Medien und benutzt ihr immer noch eine dieser Retro-Objekte lieber, obwohl es schon moderne Nachfolger gibt? Also ich bin ganz ehrlich, ich besitze kaum noch alte Retro-Konsolen. Das älteste, was ich besitze, ist eine Wii. Wii U sogar. Das Einzige, was ich noch habe, ist ein richtig, richtig alter Game Boy. Der funktioniert aber nicht mehr. Den habe ich mir einfach nur nie übers Herz gebracht, den wegzuschmeißen. Aber ansonsten bin ich tatsächlich immer so, der lieber die neuen Konsolen hat, als jetzt so eine alte aufbewahren. Das ist nicht so meins. Naja, Notizblock benutze ich natürlich schon, um irgendwie Sachen aufzuschreiben. Wobei ich hin und wieder aber auch dann Listen auf dem Computer einfach mache. Aber ich habe noch den N64 hier, Super Nintendo, die ganze, also PlayStation 2, PlayStation 3. Also Konsolen habe ich noch einige alte, ansonsten keine, also mein Vater hat noch einen Schallplattenspieler zu Hause, unseren alten. Aber ansonsten, ich habe sowas nicht, also irgendwie noch so einen alten Dia-Projektor oder sonst irgendwie was. Nee, das habe ich nicht. Nur Konsolen. Nur Zockerei. Und Gameboy und all so ein Kram. Ich besitze noch meine PlayStation 3. Na, die wird sogar tatsächlich noch regelmäßiger benutzt. Für irgendwelche Netflix oder sonst was Sachen am Fernseher. Und ich habe tatsächlich hier noch, habe ich gerade gesehen, auf dem Schrank die PlayStation 2 liegen. Zu Hause in Weeze habe ich quasi noch mein altes Super Nintendo und sonst und benutze immer noch diese Retro-Objekte lieber, obwohl es schon moderne Nachfolger gibt. Nee, das nicht. Und sonst habe ich hier, glaube ich, nichts irgendwie Altes liegen. Nee, nicht wirklich. Ich habe zwar einen Schallplattenspieler und auch Schallplatten, aber die sind nicht alt per se, sondern die sind halt, das sind moderne Sachen, also der Schallplattenspieler hat auch einen USB-Eingang und sowas, ne? Also deswegen eher weniger und ich bin auch eher der Typ, der neue Technologien lieber benutzt als alte Technologien. Also lieber so viel wie möglich digital, weil ich aber schon von Anfang an auch so was Notizblock oder sowas angeht, habe ich schon noch nie gerne gemacht. Immer am liebsten alles digital. Deswegen kann ich diese Frage nur verneinen. Also ich benutze grundsätzlich immer noch ganz gerne so halt Zettel und Stift. Also ich mache Notizen, mache ich mir eigentlich gar nicht am Handy, weil ich das sowieso irgendwie verpeile auf dem Handy. Deshalb mache ich mir immer Zettel. Ich habe auch so einen Wochenkalender, wo ich mir aufschreibe, was ich eigentlich so die Woche machen möchte. Das kombiniere ich zum Beispiel noch mit meinem normalen Arbeitskalender auf dem PC. Aber damit ich, also doppelt und dreifach, weil sonst geht das einfach teilweise unter, wenn Sachen wichtig sind für mich. Dann versuche ich mir das an so vielen Stellen wie möglich eine Erinnerung zu machen. Aber sonst bin ich eigentlich schon sehr digital unterwegs. Also habe ich eigentlich nicht so krasse Retro-Sachen noch? Nee, eigentlich nicht.